In diesem Video beschäftigen wir uns jetzt wieder mit Potenzen, die rationale Exponenten haben. Jedoch wollen wir jetzt wirklich damit rechnen. Also wir wollen anschließend Terme vereinfachen und dazu benötigen wir alles bisher Gelernte. Das heißt, wir benötigen die Potenzrechenregeln und auch den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln, den wir im letzten Video kennengelernt haben. Da war ja a hoch m dividiert durch n ist ja dasselbe wie die n-te Wurzel aus a hoch m. Falls dir das noch nicht ganz klar ist, schau dir am besten nochmal die letzten beiden Videos an. Schauen wir uns dazu dieses Fenster gemeinsam an. Wir wollen jetzt diese Wurzeln als Potenz anschreiben. Das heißt, verwende alle bisher gelernten Potenzrechenregeln und auch den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln und schreibe die Terme in der verlangten Form an. Drücke dazu auf Pause. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Also als erstes haben wir die Wurzel von a hoch 3. Und wenn wir nur die Wurzel haben ohne Zahl, dann meinen wir ja immer die Quadratwurzel. Und somit ist das a hoch 3 halbe. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel. Hier haben wir 1 dividiert durch die fünfte Wurzel von a hoch 2 und das können wir anschreiben als 1 dividiert durch a hoch 2 Fünftel. Nun müssen wir ja das a noch hochbringen, um die entsprechende Form zu erhalten und dazu müssen wir den Exponenten negativ machen. Das heißt, wir haben dann a hoch minus 2 Fünftel. Kommen wir nun zum dritten Beispiel. Hier schreiben wir als erstes wieder die Wurzeln als Potenz an und anschließend bringen wir das a hoch 1 halb hoch und damit, dadurch, dass wir es hochbringen, wird es ja negativ und wir haben es auch gleich auf Zwölftel gebracht. Das heißt, wir haben minus 6 Zwölftel für das a hoch 1 halb, wenn wir es oben hinschreiben, also wenn wir es aus dem Nenner bringen wollen. Die anderen Exponenten habe ich auch auf Zwölftel gebracht. Jetzt müssen wir nur noch die Exponenten zusammen addieren und wir erhalten a hoch 7 Zwölftel. Und beim letzten Beispiel haben wir eine Doppelwurzel. Wir haben einmal die vierte Wurzel aus der zweiten Wurzel aus 4. Hier würde ich schrittweise vorgehen. Das heißt, wir schreiben als erstes die innere Wurzel als Potenz an, da haben wir dann die vierte Wurzel aus a hoch 1 halb. Nun schreiben wir die vierte Wurzel als Potenz an, also haben wir a hoch 1 halb in Klammer hoch 1 Viertel. Wir wissen ja, den Exponent, der in einer Klammer steht, dürfen wir mit den äußeren Exponenten dann multiplizieren, also erhalten wir a hoch 1 Achtel. In diesem Video haben wir also die ganzen Rechenregeln, die wir bisher kennengelernt haben und den Zusammenhang von Wurzel und Potenz angewandt. Ich hoffe, du hast dabei viel gelernt. Bis zum nächsten Video.